Hallo und herzlich willkommen zu den Org News der Woche. Mein Name ist Mr. Zogger und das sind die Schlagzeilen von heute. Fangen wir mit Xbox an. Wir hatten es vor einer Weile gesagt, dass auf der Website von Microsoft bezüglich der Xbox Scorpio eines der Features verändert wurde und das andere komplett verschwand. So stand dort nur noch 4K-Unterstützung und das VR ist verschwunden. Jetzt hat sich Microsoft offiziell dazu auf der GDC, das ist schon ein paar Tage her, gemeldet und hat gesagt, dass das Ganze aus bestimmten Gründen geschehen ist. Zum einen hat man bekannt gegeben, dass ab 2018 die Xbox One, Xbox One S und die Xbox Scorpio AR Unterstützung in vollem Umfang bieten werden. Zur Erklärung, AR sind Augmented Reality Geräte, sowas wie die Microsoft HoloLens, die das Spielerlebnis erweitern, also kein Virtual Reality. Wer jetzt denkt, oh Mensch, HoloLens mit $1,200 ist ein bisschen teuer, keine Panik, auf der GDC und auch letztes Jahr auf einer anderen Konferenz hat Microsoft in Zusammenarbeit mit Acer, Asus und HP ähnliche Geräte gezeigt, die schon bei einem Preis von ca. 240 Euro erhältlich sind. Also von daher sollte dann doch der eine oder andere mehr in der Lage sein, sich das dann zuzulegen. Wie das Ganze in Spielen mit integriert wird, bleibt abzuwarten. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein HUD, was direkt dadurch eingeblendet wird, oder bei Horrorspielen irgendwelche Szenen, die dann halt direkt einen noch mehr Schrecken einjagen. Derer Möglichkeiten gibt es ja zum Glück viele. Bezüglich dieser Sache mit den verschwundenen und veränderten Einträgen zur Xbox Scorpio auf der Website hat Microsoft gesagt, dass das Ganze nicht wirklich dramatisch ist. Das mit dem 4K ist definitiv, es wird eine echte 4K-Auflösung geben, nicht so wie bei der PS4 Pro, wo man einfach nur hochskaliert bzw. dann nicht wirklich das 4K schafft. In vollem Umfang, sondern hier ist es einfach so, die Konsole hat so viel Rechenpower, dass generell alle Spiele in 4K laufen werden, plus alle sonstigen Effekte, die man halt dazu erwartet, HDR und so weiter, erweitertes Farbspektrum, also alles, was man da so bisher kennt, und VR wird sie von Anfang an beherrschen. Allerdings sagt man, dass man erst davon ausgeht, dass VR ab 2018 wirklich durchstarten wird. Bisher ist das Ganze ein bisschen zögerlich, selbst Sonys verkaufte Einheiten sind doch deutlich hinter den Erwartungen von Sony zurückgeblieben und so große Namen wie zum Beispiel Oculus Rift und die Vive kämpfen ja auch immer noch mit den Absatzzahlen, denn das sind alles andere als große Umsätze, die man da mittlerweile fährt, liegt wohl aber auch am Preis. Mehr hat man eben schon 600 Euro für so eine VR-Brille übrig. Von daher hat man das vorsichtshalber rausgenommen, weil man gesagt hat, die Entwickler sind einfach noch nicht so weit, es wird zwar angefragt und die Entwickler begrüßen sowas auch, dass es dieses Feature gibt, aber nutzen möchte es momentan noch keiner, weil exklusive VR entwickeln gerade auf einer Konsole doch ein großes Risiko birgt. Also brauchen wir doch nicht so viel Panik haben, wie die ein oder andere Nachrichtenseite im Internet uns weismachen wollte. Kommen wir zur Nintendo Switch. Die Nintendo Switch hat einen fulminanten Start hingelegt, das hatten wir letzte Woche schon erzählt, allerdings hatten wir noch keine Zahlen. Aus Deutschland liegen noch keine Zahlen vor, aber aus Großbritannien. Und zwar wurde dort an den ersten beiden Tagen, und zwar am Freitag, am 3.3. und am 4.3. insgesamt 80.000 Geräte in den Läden verkauft. Die Online-Verkäufe zählen da noch nicht mehr zu, die hatten wir noch nicht mehr eingerichtet, aber nur allein in den Läden ist das schon ein wirklich fulminanter Start. Und solche Geschäfte wie zum Beispiel GameStop haben momentan Lieferschwierigkeiten, haben nur noch hier und da ein paar Geräte übrig und sagen, es ist bisher der krasseste und heftigste Start der aktuellen Konsolen. Kein anderer wäre wohl so extrem gewesen und dass sie so belagert wurden vorher schon. Ähnlich sieht es bei solchen Läden auch hier in Deutschland aus, wie zum Beispiel bei Saturn, Mediamarkt und Amazon. Auch dort ist die Nintendo Switch aktuell vergriffen. Nintendo hat aber angekündigt, wir werden so schnell wie möglich Nachschub liefern. Hier und da gibt es noch ein paar Reserven, also wer jetzt sagt, hey, ich möchte sie jetzt unbedingt haben und ja, jetzt kriege ich die nicht, einfach ein bisschen warten. Vereinzelt sollte das dann doch ein bisschen schneller gehen. Ist aber ganz gut, denn wenn es heißt, dass die ganzen Sachen so gut laufen, wird das Ding ein bisschen mehr unterstützt und ist ja wieder für uns Gamer ganz von Vorteil. Kommen wir zu einem kleinen, naja, vielleicht Negativ-Aspekt des Nintendo Switch-Starts. Und zwar beklagen sich einige Gamer über ein bisschen, ja, Produktionsmängel, zerkratzte Displays,
einige Fehler, dass zum Beispiel irgendwo schon eine Schramme dran ist und manche Sachen nicht so ganz funktionieren. Diese Sachen wurden anfangs recht aufgebauscht in den ersten Tagen. Nintendo konnte aber beruhigen und sagt, das sind wirklich nur ganz, ganz wenige Ausnahmefälle. Normalerweise ist alles in Ordnung. Da, wo das halt passiert, tritt natürlich die Garantie in Kraft und man tauscht das Gerät entsprechend um. Es gab ein Problem mit den Joy-Cons, dass die Verbindung dann nicht so richtig funktioniert hat, dass die mal abbrach zwischendrin während des Spiels oder es nicht so richtig erkannt wurde. Das patcht man mittlerweile, beziehungsweise hat man eine extra Website dafür ins Leben gerufen, beziehungsweise auf der Nintendo-Seite dazu einen großen Bereich extra kreiert, wo man alle möglichen Probleme, was Verbindungen und so weiter angeht, nachlesen kann und dort direkt Tipps offiziell von Nintendo sind, wie man das Ganze beheben kann. Ziemlich gut, sehr schnell, sehr kurzfristig und das Ganze auch noch sehr übersichtlich gestaltet. Von daher muss man einfach sagen, Nintendo hat da sehr gut reagiert. Kommen wir zu einem Spiel, was ich sehnlichst erwarte, und zwar Sniper Ghost Warrior 3. Das Ganze sollte jetzt eigentlich in den nächsten Tagen rauskommen, wurde aber wieder einmal vertagt. Eigentlich war ja der Release schon letztes Jahr und jetzt so langsam kamen wir in die heiße Phase, wo wir dachten, ja Mensch, jetzt noch ein paar Tage und dann ist es soweit, aber dem ist nicht so. Okay, und es sind ein paar Tage mehr, Gott sei Dank, nur geworden. Und zwar ist der Release jetzt auf den 25. April verschoben worden. Grund dafür seien die vielen Negativaspekte, die den Gamern während der Closed Beta aufgefallen sind. Dort sind viele Probleme aufgetaucht, die es vorher noch nicht gab, beziehungsweise die das Team noch nicht so erfasst hatte. Und um das auszubügeln, hat man gesagt, wir verschieben es vorsichtshalber, wir möchten nicht die ganze Zeit anfangen, wie zum Beispiel bei Ubisoft mit der One-Patches oder halt auch EA und alle anderen machen das ja auch. Also mit der One-Patches da direkt anzufangen, beziehungsweise dann mit einem fehlerhaften Spiel zu starten, dann zu sagen, okay, in zwei Wochen habt ihr einen Patch, dass das funktioniert. Das möchte man von Entwicklerseite aus nicht und auch der Publisher hat grünes Licht dafür gegeben, dass man gesagt hat, hey, lieber noch ein paar Wochen mehr und dafür dann halt ein vernünftiges Spiel abliefern. Finde ich persönlich sehr gut, denn letztendlich ist es ja das, was man als Gamer auch möchte. Für all diejenigen, die das Spiel schon vorbestellt haben, die jetzt so wie ich etwas länger warten müssen, gibt es aber einen positiven Vorteil des Ganzen, dass das verschoben wird. Und zwar bekommen alle Vorbesteller den Season Pass für das Spiel komplett gratis. Das heißt, alle weiteren Add-ons haben wir somit automatisch dabei. Also, dadurch, dass es noch ein bisschen mehr Zeit gibt für die Vorbestellung, nutzt das, wer es unbedingt haben möchte, bestellt es jetzt vor, denn bis zu dem Datum des Releases könnt ihr das ja alle machen und auch diejenigen, die es jetzt erst noch vorbestellen, bekommen den Season Pass kostenlos. Nach dem Release kostet der Season Pass dann wieder 29,99, das heißt mal eben 30 Euro gespart, ist ja auch nicht so schlecht. Ein Rollenspiel, Strategiespielmix, Spellforce ist dem einen oder anderen vom PC her bekannt, soll diesen Sommer erscheinen. Die Bilder sehen ziemlich geil aus, die Trailer machen Lust auf mehr und ich bin gespannt, wie das Ganze dann letztendlich sich spielen wird. Ich hoffe ja immer noch, dass man irgendwie offiziell einen Konsolen-Release noch bekannt geben wird. Bisher ist ja nur für den PC bestätigt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Im selben Atemzug ein weiteres Rollenspiel und zwar Elix. Das Spiel der Gothic-Schöpfer wurde laut Publisher verschoben. Auch dort gab es wohl einige heikle Probleme, die die Qualität bei Release zu stark ins Negative abdriften lassen würden, sodass man gesagt hat, wir werden das Ganze verschieben auf das dritte Quartal 2017. Gut, das dritte Quartal ist noch nicht so weit hin. Das geht von Juli bis September. Also kann man diese kurze Zeit, denke ich, noch überwinden. Und wenn es im Sommer rauskommt, hat man vielleicht ein Spiel, was die große Sommerlücke überbrücken lässt. Ghost Recon Wildlands, das Spiel, was so ein bisschen heiß erwartet ist. Viele Gamer von früher, so wie ich, die Ghost Recon-Reihe von Anfang an kennen, sagen, das ist kein Ghost Recon, das finde ich nicht gut. Andere sagen, die The Division mochten, hey, das ist genau wie The Division, das mochte ich, das finde ich cool, jetzt habe ich Open World dazu, geil, das finde ich super. Ähnlich gemischt sind die Kritiken. Allerdings muss man sagen, es ist so ein bisschen alles sehr scheinheilig. In den meisten Magazinen heimst das Spiel Top-Kritiken ab, aber wenn man sich dann das Fazit bzw. das Resümee des einzelnen Tests durchliest, merkt man, dass diese Punkte eigentlich nicht zu dem passen, was da steht. So zum Beispiel bei PC Games. Dort wird eine sehr hohe Wertung gegeben, fast Gesamtpunktzahl, wenn man das so nimmt. Und man schreibt allerdings dazu, zwar gute Bewertung, doch starke Kritik an Ubisofts Einheitsbrei,
dessen Identitätsverlust der Ghost Recon Marke das Spiel zu nichts anderem als einem Mix aus Just Cause, GTA und The Division macht. Ja, das liest man auch ähnlich in den anderen Magazinen, wo es die ganze Zeit nur darum geht, dass es eigentlich nur der Name Ghost Recon ist, aber mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat und eigentlich nur ein Einheitsbrei, wie bei den anderen auch eben erwähnt, halt darstellt. Viele sagen, der Charakter des Spiels geht verloren und nach den ersten paar Minuten sei es schon langweilig und trotzdem gibt es dann Höchstwertungen, was so den einen oder anderen in manchen Foren dazu bewogen hat, zu sagen, Mensch, da werden dann doch wohl die einen oder anderen Magazine vielleicht dafür bezahlt, eine bessere Wertung abzugeben, denn das passt irgendwie hinten und vorne nicht, ne? Wie kann ich dann sagen, das Spiel ist super von den Bewertungssystem her, ne, 90 von 100 und schreibe gleichzeitig, es ist relativ monoton und Grafik ist auch nicht so der Burner. Es passt alles nicht so ganz. Bleiben wir mal dran, wir gucken mal, was sich dann noch ergibt. Vielleicht gibt es da den nächsten großen Skandal nach den ganzen Paid-YouTubern, die Bewertungen abgegeben haben und dafür bezahlt wurden. Haben wir das vielleicht jetzt auch beim Magazin demnächst. Verwunderlich wäre es nicht, wenn man sieht, was die alles dafür bekommen. Bleiben wir einfach dran am Ball. Der Film Logan, wer kennt ihn nicht? Unseren geliebten X-Men Wolverine. Der Film Logan bricht momentan einige Rekorde. So zum Beispiel hat er in den ersten 3 Tagen weltweit 237,8 Millionen Dollar an den Kinokassen eingenommen. Somit ist er der dritterfolgreichste Kinofilm des Herausgebers, des Produzenten, und wenn man sich das überlegt, dass die Produktionskosten gerade einmal, in Anführungszeichen gerade einmal, nur 97 Millionen Dollar betrugen, hat man dann doch schon ein sattes Plus gemacht, trotz der hohen Gagen, die es da gab. Und es ist auch wenig verwunderlich, dass der Film in 80 von 81 Ländern aktuell in den Kinocharts auf Platz 1 ist. Und das ist wirklich sehr krass, das haben nur ganz wenige Filme in letzter Zeit geschafft. Wenn man überlegt, dass es natürlich auch der letzte Auftritt von Sir Patrick Stewart und Hugh Jackman ist in der Rolle eines X-Men. Professor X und Wolverine werden so nicht mehr von diesen Darstellern wiedergegeben und werden wohl auch in naher Zukunft nicht mehr auftauchen in den Filmen. Natürlich treibt das den einen oder anderen dann natürlich noch mehr in die Kinoseele, zumal das auch so ähnlich wie Deadpool einer der Superheldenfilme ist, die deutlich brutaler sind. Bei einer Umfrage von Marvel vor kurzem bezüglich Kinofilmen zu den Superhelden und der Gewaltdarstellung kam heraus, dass 2/3 der Befragten sich wünschen, dass Superheldenfilme ähnlich wie Deadpool und Logan sind, und zwar etwas brutaler und mehr für Erwachsene. Ich persönlich muss sagen, die sehr humoristisch dargestellte Gewalt, durch die zynischen und sarkastischen Kommentare des Deadpool, war schon mal was anderes, war ganz angenehm, auch wenn es teilweise wirklich sehr übertrieben war. Bei Logan kann ich das Ganze noch nicht beurteilen, den Film habe ich selbst noch nicht gesehen, zumindest vom Trailer her merkt man schon, das geht schon ganz schön zur Sache. Aber gut, verwundert wenig, dass man da jetzt ein bisschen mehr will, wenn man sich die ersten X-Men-Filme anguckt, die doch ein bisschen weichspülermäßig waren, ist das Ganze dann ein durchaus zu erwartender Trend gewesen. Der ein oder andere hat es am Wochenende vielleicht gesehen, Homefront The Revolution ist zurück bei uns auf dem Kanal als LP. Jetzt haben wir nicht unbedingt von vorne angefangen, nein, wir haben weitergemacht. Und zwar letzte Woche, am 8.3. hat der Entwickler sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung das letzte noch fehlende und schon vor langer, langer Zeit angekündigte letzte DLC für den Teil herausgebracht. Beyond the Walls bringt uns raus aus Philadelphia in die Wildnis, ins Outback, wo wir mit einem NATO-Verbündeten darum kämpfen, die Besatzung oder Besetzung der USA endgültig zu verhindern und zu beenden. Das Ganze ist auch zeitgleich mit dem Spring Update herausgebracht worden. Das Spring Update bringt hauptsächlich allerdings dann für die PC-Version eine grafische Aufwertung mit vielen Kleinigkeiten, die das Spiel noch etwas ansehnlicher machen und die Ladezeiten dann doch auch dort etwas verkürzen.
wer dranbleiben will, immer samstags und sonntags um 17 Uhr kommt das DLC und wir schauen, was uns da so draußen alles erwartet. Ansonsten kommen wir kurz noch zu einer eigenen Sache. Die Livestreams sind in letzter Zeit ziemlich krass geworden. So möchte ich mich da ausdrücklich nochmal bei allen bedanken, die am Samstag beim Extreme Livestream hier auf YouTube dabei gewesen sind. Es hat sehr viel Laune gemacht. Wir haben von 20 Uhr bis fast um 1 Uhr morgens hier gezockt. Und wir haben echt gelitten. Gerade Layers of Fear hätte ich nicht erwartet, dass es ein teilweise so krasses Spiel ist, aber zusammen haben wir das Ganze durchgestanden. Von daher freue ich mich, dass wir nächsten Samstag wieder hier auf YouTube den Extreme Livestream abhalten werden und ich denke, wir werden zu späterer Stunde dort auch wieder zu Layers of Fear zurückkehren, denn das Ganze hat mich schon gepackt und ich möchte doch irgendwie herausfinden, wie es denn dort zu Ende geht. Ansonsten stehen jetzt noch zwei Jubiläen an. Dort haben wir jetzt die 200. Folge von Space Engineers, die uns erwartet. Und zwar am Dienstag wird es soweit sein. Da werden wir entsprechend die 200. Folge von Space Engineers feiern. Und diesbezüglich wird es dreimal das Spiel zu gewinnen geben. Das heißt, einfach anschauen, gucken, was ihr machen müsst. Vielleicht müsst ihr auch nicht viel tun. Und dann könnt ihr das Spiel für Steam gewinnen. Ansonsten, Ähnliches erwartet uns bei Ark Survival Evolved. Auch dort ist in den nächsten Tagen die 200. Folge fällig. Und auch dort wird es für die Xbox One entsprechend das Spiel zu gewinnen geben. Das heißt, wer Lust und Laune hat und das Spiel schon immer mal haben wollte, das ein oder andere und sich bisher noch nicht dazu durchringen konnte, einfach einschalten, dranbleiben und dann könnt ihr entsprechend das Spiel vielleicht mit ein bisschen Glück demnächst euer eigen nennen. Ansonsten abschließend möchte ich mich einfach mal bei allen Orklingen da draußen bedanken, die tagtäglich einschalten, liken, kommentieren, weiterempfehlen, auf Twitter, Facebook, Instagram mitschreiben, irgendwelche Fragen stellen und einfach tagtäglich bereit sind, die Videos mit Freude, hoffe ich, zu schauen. Vielen Dank an den Support. Das motiviert mich jeden Tag fleißig weiterzumachen und ich hoffe, dass es euch entsprechend gefällt, was ihr hier zu sehen bekommt. In diesem Sinne, ganz vielen Dank, euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, euer Mr. Zocker.